Hi Leute, schon wieder ich mit einer neuen Technikübung. Heute aber mal wieder nicht Kraulschwimmen, sondern es geht wieder ein bisschen ums Brustschwimmen. Und zwar haben wir momentan Sommer, bin viel im Freibad unterwegs und da schaue ich mich natürlich auch mal ein bisschen auf den anderen Bahnen um. Was wird denn da so gemacht? Und hier und da gebe ich vielleicht auch mal einen kleinen Tipp, wenn ich vielleicht gerade was sehe. Und jetzt möchte ich aber einen Tipp für euch alle geben, denn man sieht es einfach häufig, der Brustarmzug wird bei vielen Menschen falsch gemacht. Nochmal ganz kurz zur Beschreibung, wie sieht der Brustbeinschlag aus? Ich habe das Wasser, wie sieht der Brustarmzug aus? Ich habe das Wasserfassen, hier, ich habe die Zugphase, die Druckphase mit dem Obereinwärts, drehen der Arme und das Zurückgehen, zack. Und was ich einfach gerade häufig sehe, ist, dass einfach der Brustarmzug viel zu weit nach hinten ausgeführt wird. Ich mache es jetzt einmal falsch vor. Die Leute fangen an mit dem Ziehen und ziehen dann bis hier nach hinten, machen dann hier eine Pause und gehen dann wieder nach vorne. Ziehen pausenlos wieder nach hinten, machen hier eine Pause, gehen nach vorne und machen quasi hier wieder eine Pause. Und das ist natürlich falsch, denn zum einen haben wir die Pause beim Brustschwimmen vorne. Ihr müsst gleiten beim Brustschwimmen, das ist ganz wichtig. Und ihr müsst aber auch schauen, dass die Ellenbogen vor der Schulter, vor dem Brustkorb wieder einrotieren und zurückgehen. Ich mache es euch wieder vor. Wir haben hier das Wasserfassen, Zugphase, Einsatz drin, zack. Natürlich haben wir jetzt so eine Verkürzung der Zuglänge, aber ist gar nicht schlimm, weil der Hauptvortrieb beim Brustschwimmen kommt aus dem Beinschlag. Und es ist einfach wichtig, dass ihr schnell wieder in die Strecklage kommt, dass ihr gleiten könnt und dass das Ganze mit dem Beinschlag zusammen eben gut funktioniert. Ich werde euch jetzt einfach mal eine Übung im Wasser vormachen. Mit einem kleinen Hilfsmittel, das seht ihr gleich. Und dieses Hilfsmittel zwingt mich dazu, ich werde mir das unter die Achseln klemmen, es zwingt mich dazu, einfach, dass ich hier vor der Schulter, vor dem Körper bleibe. Also es ist ganz egal, ob ihr jetzt dazu richtige Brustbeine macht, ob ihr gar keine Beine macht, ob ihr unter Wasser geht oder über Wasser seid mit dem Kopf. Es kommt einfach jetzt vorrangig nur mal auf den Armzug an, schaut einfach zu, bis gleich. So, ihr habt das Ganze gesehen. Natürlich verlangsamt mich diese Poolnudel ungemein, ist klar. Aber gerade für das Anfängerschwimmen ist die Geschwindigkeit erstmal gar nicht wichtig, sondern einfach das Erlernen der Bewegung und wie man Fehler korrigieren kann. Und gerade dafür, zur Fehlerkorrektur und eben zum richtigen Erlernen, ist die Poolnudel gar nicht schlecht, denn sie zwingt mich, eben den Armzug richtig zu machen. Und ich glaube, das hat man auch gesehen, dass man einfach quasi zum richtigen Zeitpunkt wieder nach vorne geht und eben den Armzug richtig ausführen kann. Ihr habt auch gesehen, ich habe jetzt meinen Kopf nicht richtig unter Wasser gemacht. Für mich war das Brustschwimmen jetzt so natürlich auch eine Umstellung, weil ich es anders gewohnt bin. Aber wie gesagt, fürs Anfängerschwimmen eine ideale Übung. Zur Korrektur des Armzugs, zum Erlernen des Armzugs, probiert es aus. Vielleicht sehe ich euch schon bald im Freibad mit einer Poolnudel. Und falls ihr mich mal seht, fragt mich gerne. Ich bin immer gern behilflich. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.